Sandro Wieser steht zum ersten Mal seit seinem Brutalo-Foul gegen Chiliapi im letzten November wieder einmal im Einsatz. Vergangenes spielt für den neuen Mann definitiv keine Rolle mehr. Bei allem Optimismus, es ist eine Herkulesaufgabe. Offensive Taktik hin oder her, deshalb das Schöne vorweg. Happy Birthday. Wieser ist denn auch gleich von Beginn an gefordert. Embolo setzt sich durch und kommt zum ersten Abschluss der Partie. Immer noch die Startphase. Wieder die Basler mit Streller, Delgado. Und Gashi holt aus zur Direktabnahme. Wird aber je von den Beinen geholt. Penalty. Richtiger Entscheid vom 26-jährigen Schiedsrichter Sandro Scherer. Fälscher schaut nur auf den Ball und rennt Gashi richtig gehend über den Haufen. Delgado gegen Mal. 1:0 für den FC Basel in der 6. Minute. Keine Chance für Joel Mal. Und schon nach wenigen Minuten sind Pontes Pläne vielleicht schon Makulatur. Aber seine Mannschaft zeigt Moral. Senga zum ersten, Senga zum zweiten und Senga zum dritten. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, nur 2 Minuten nach der Basler Führung. Die Aarauer versuchen wirklich, wie von Ponte angekündigt, mit dem FC Basel mitzuspielen. Andrist fackelt nicht lange, da fehlte wenig. Mutig, mutig die Spielweise der Aarauer. Aber eben, der Gegner heißt Basel, da darf man sich hinten keine Aussätze erlauben. Delgado, Embolo und Streller, das geht zu schnell für die Aarauer. 2:0 in der 16. Minute durch den Basler Captain Marco Streller. Embolo zieht gleich 3 Gegenspieler auf sich, dadurch Platz in der Mitte für Streller. Das Tor erzielt der dann auf richtig coole Art und Weise. Pontes Taktik damit definitiv über den Haufen geworfen. 2 Minuten später schon wieder die Basler. Wunderbares Durchspiel ohne Gegenwehr und Gashi mit dem. Unglaublich aber wahr, Topscorer Gashi verpasst das leere Tor, das Nicht-Tor des Jahres. Oder war es ganz einfach Erbarmen mit dem FC Aarau? Die 22. Minute, Streller auf Gashi. Jetzt trifft der Liga-Topscorer zum 3:0, sein 19. Saisontreffer. 3:0 nach etwas mehr als 20 Minuten, dem FC Aarau droht ein Debakel. Sandro Wieser sieht in der 32. Minute die gelbe Karte. Der Aarauer Innenverteidiger hatte Embolo zurückgehalten. Scher nimmt Maß. Mal mit dem Abpraller und Streller mit dem 4:0. Was soll man da noch sagen? Aarau von A bis Z überfordert. 4:0 nach einer knappen halben Stunde. Die Absicht mitzuspielen, definitiv die falsche Variante. Und noch ist nicht einmal Pause. Embolo vorbei an Nganga. Wieder Embolo. Gashi verpasst. Aber da ist ja noch Delgado. 5:0. Die Aarauer Verteidigung, ein Tollhaus. Das ist Slapstick pur. Schauen Sie sich dieses Bild an. 3 Basler ohne Gegenspieler im Aarauer Strafraum. 5:0 zur Pause. Schon längst geht es für die Aarauer nur noch um Schadensbegrenzung, dementsprechend gleich ein Doppelwechsel zu Beginn der 2. Halbzeit. In der 54. Minute verlässt Marco Streller das Feld. Für ihn kommt der Japaner Kakitani. Als erstes wird Streller der Clip abgenommen, der alles aufzeichnet. Sosa überlässt auch hier nichts dem Zufall. Dann sofort ab unter die Dusche. Schon am Mittwoch geht es weiter für Streller mit dem Cup-Halbfinal in St. Gallen. Die 62. Minute. Kakitani. Mal wie Manuel Neuer. Aber seine Verteidiger nicht wie die von Bayern München. Gashi mit dem 6:0. Saisontreffer Nummer 20. Hervorragend, wie Gashi blitzschnell die Situation erkennt und aus großer Distanz den 6. Basler Treffer erzielt. Party im Basler St. Jakob Park vor 26.979 Zuschauern. Die Intensität lässt verständlicherweise ein bisschen nach. Zu weiteren Chancen kommt Basel aber trotzdem. 83. Minute, Jacki holt Sufi von den Beinen, genau auf der Strafraumlinie. Auch hier der Entscheid richtig. 2. Penalty für den FC Basel. Diesmal übernimmt Scher die Verantwortung. Und scheitert dann mal.
ein kleines, ein wirklich kleines Erfolgserlebnis für den FC Aarau. Das ändert aber nichts am desolaten Gesamteindruck der Aarauer Mannschaft. Raimondo Ponte hat mit seiner heutigen offensiven Taktik All-In gespielt und kompletten Schiffbruch erlitten. Ich sage nochmal, es wäre vielleicht anders gewesen, wir wären vielleicht ein bisschen hinten gestanden und hätten Basel geholt und hätten vielleicht gleich 1-2-0 verloren. Dann wären wir heimgegangen. Trotzdem verloren, nichts versucht. Wir haben heute etwas versucht, es ist nicht aufgegangen. Wir sind nach vorne nicht mal so schlecht gewesen. Wir sind einfach, wenn wir den Ball verloren haben, sind wir nicht gut gewesen. Und das ist schleunigst zum Verbessern. Ach ja, dem FC Basel hat der heutige Abend richtig Spaß gemacht. Der Cup-Halbfinale vom Mittwoch in St. Gallen kann kommen.